So, wir werfen einen kurzen Blick auf den unaufgeräumten Schreibtisch, um die ganze Sache auch nochmal in Aktion zu zeigen. Wir haben hier den Raspberry Pi, da ist nur eine Stromversorgung dran und hoch. Der USB-Controller, ganz einfacher USB-Controller, 5 Euro vom eBay. Rechner, da haben wir den Sonos-Controller auf, damit wir auch sehen können, was passiert. Und auf der rechten Seite hier im Bild das Terminal, weil da die Steuerbefehle angezeigt werden sollten. Im Hintergrund, vielleicht zeige ich das nochmal kurz, ist hier einfach eine VNC-Verbindung zu dem Raspberry Pi offen, damit wir, wie gesagt, das Terminal sehen können. Und vielleicht klicke ich hier mal auf den Lautstärke-Button, damit wir da auch eine Veränderung sehen. Dann können wir uns die ganze Sache mal angucken. Steuerkreuz ist lauter und leiser. Wenn ich nach oben drücke hier auf dem Steuerkreuz, wird alles ein bisschen lauter. Nach unten wird alles ein bisschen leiser. Start, da habe ich einfach Play-Pause draufgelegt. Das heißt, wenn ich hier auf Start drücke, pausiert die ganze Geschichte. Wenn ich nochmal drauf drücke, spielt die wieder. Die beiden Button A, B sind mit zwei Radiosendern belegt. Auf der rechten Seite spielt Swiss Groove. Zack. Ja, sobald ich darauf drücke, versucht er dann die Radioverbindung aufzubauen. Das macht er jetzt und spielt die ganze Geschichte auf ab. Auf der linken Seite ist Deutschlandradio drauf. Auch hier braucht er immer 2 Sekunden, aber spielt dann entsprechend den Radiosender ab. Und auf den Select-Button habe ich mir eine Sonos-Playliste gelegt. Das heißt, wenn ich hier auf Select drücke, dann nimmt er eine Sonos-Playliste. Da können Tracks drin sein von Spotify oder Amazon Music und so weiter und so fort. Die kann man sich auch jederzeit beliebig erweitern und spielt die einfach ab. Hier kommt dann das Steuerkreuz wieder zum Einsatz. Nach rechts gedrückt springt er einen Track weiter. Nach links gedrückt geht er wieder einen zurück. Lautstärke funktioniert hier auch und Start, Stopp, wie gesagt, pausiert die ganze Sache oder auch nicht. Ja, der Code ist zur freien Verfügung und wie gesagt, der Pi steht hier sowieso immer rum. Nicht auf dem Schreibtisch, meistens im Wohnzimmer. Und dann kann man einfach so einen Controller ranhängen. Der Pi macht dann die Sachen, die er ohnehin immer macht und bietet sich aber auch gleichzeitig noch als Sonos-Steuerung an. Mit so einem netten, ja, 6-Tasten-D-Pad, pipapo. Also wie gesagt, sollte Interesse bestehen, der Code ist zur freien Verfügung und wir sagen vielen Dank fürs Zuschauen.